Ganz herzlich willkommen an Sie alle, dass Sie heute hier dabei sind bei unserem Panel zur digitalen Lehre. Wir freuen uns, dass wir Panelists gefunden haben, die uns heute hier ihre Best Practices vorstellen können. Auch an Sie schon einmal herzlich willkommen. Und ich werde kurz einige Punkte zur Organisation sagen und dann das Wort an unsere Expertinnen und Experten übergeben. Ich hatte es eben schon gesagt, also die Veranstaltung wird aufgezeichnet. Sie können sich umbenennen, wenn Sie das möchten, wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Name hier auf dem Bildschirm erscheint. Sie haben die Möglichkeit, im Chat Fragen zu stellen, die wir dann hoffentlich alle am Ende aufgreifen können. Falls nicht, werden wir uns auch noch Formate übernehmen, um entsprechend möglichst die Fragen noch zu beantworten. Wahrscheinlich werden wir nicht alle Fragen, die es in dem Kontext digitale Lehre gibt, heute umfänglich beantworten können. Aber es soll der Versuch sein, auf das Wissen derer, die das schon länger machen, zurückzugreifen. Wir sind angesprochen worden von Personen, die jetzt Hals über Kopf in die digitale Lehre einsteigen mussten und die sich von uns gewünscht haben, ob wir nicht etwas dazu anbieten können. Wir selber hätten dazu jetzt genuin nicht so viel bieten können. Deshalb war der Gedanke, wir fragen einmal in die Community hinein. Und in diesem Fall haben wir Fachschaften in Deutschland angefragt, wer denn aus Sicht der Studierenden gute digitale Lehre schon anbietet, und haben die Personen, die uns genannt wurden, angesprochen, und fünf davon konnten heute hier dabei sein. Wir werden am Montag, am 29. auch nochmal ein kleines Panel haben, wo wir das Ganze fortsetzen. Schreiben Sie Ihre Fragen gerne in den Chat. Und wir werden zunächst kurze Eingangsstatements und Vorstellungen der anwesenden Panelists hören, dann eine Diskussion unter den Personen hier im Panel und dann auch der Versuch, Ihre Fragen, die Sie im Chat stellen, zu beantworten. Die Runde heute setzt sich zusammen aus Professor Dr. Britta Gerke von der Uni Rostock, von Herrn Dr. Dennis Steininger von der Universität Augsburg, Professor Oskar Stolper, Universität Marburg, Professor Matthias Trier, Universität Paderborn, und Professor Daniel Veit, auch von der Universität in Augsburg. Und ich würde dann gleich erst einmal das Wort an Frau Gerke übergeben. Wir hatten gedacht, dass wir das in alphabetischer Reihenfolge einmal die entsprechenden Panelists zu Wort kommen lassen. Vielen herzlichen Dank. Erstmal sehr, ich freue mich sehr über die Einladung, dass ich gut hier sein darf, ist relativ, aber ich kein Online-Panel teilnehmen darf. Es ging ja darum, so ein bisschen über Top-Tipps zu reden für jemanden, der jetzt plötzlich die Online-Lehre machen muss. Das hat es bei mir auch sehr gut getroffen. Auch ich habe vorher überhaupt keine Online-Lehre gemacht und bin dann auch im März bzw. April damit konfrontiert worden, das das erste Mal machen zu müssen. Bei mir war die Situation außerdem noch so, dass ich jetzt zum April eine neue Professur übernommen habe. Ich war vorher auf einer Juniorprofessur. Das heißt, bei mir ist die Situation so gewesen, dass ich jetzt auch noch die Menge an Lehre deutlich hochschrauben musste, und das dann auch noch digital. Aber scheinbar haben wir es irgendwie hingekriegt. Und das ist, glaube ich, auch das Erste, was ich jetzt hier sagen möchte, ist, also mein Ansatz ist, denke ich, ein sehr pragmatischer gewesen, um mit diesem ganzen Problem umzugehen. Ich habe mir gedacht, ich erzähle einfach mal kurz, wie ich so in den Lehrveranstaltungen, die ich jetzt gemacht habe, umgegangen bin und was ich da gemacht habe. Also ich habe eine Großveranstaltung unterrichtet, was bei uns in Rostock heißt, ein Bachelor Wirtschaftswissenschaften, das sind so knapp 300 Leute. Da habe ich so gemacht, dass ich die Vorlesung vorher aufgezeichnet habe. Also da habe ich über live oder so, ehrlich gesagt, gar nicht nachgedacht, weil das war mir viel zu viel, und ich hatte auch zu viel Sorge, dass es technisch nicht funktioniert. Und ich denke, da ist das mit der Aufzeichnung eigentlich eine ganz gute Variante.
Ich habe gleichzeitig eine Online-Sprechstunde angeboten, obwohl das für die Studierenden eigentlich, da kam kaum Resonanz drauf. Also ich glaube, die waren mit den Videos so ganz, ganz zufrieden. Biete außerdem über das StudIP, ich glaube, sowas hat ja im Prinzip eigentlich jede Uni, die heißen teilweise ein bisschen anders, über diese Systeme, ein Online-Forum an, in dem die Studierenden auch untereinander diskutieren können oder wenn es nötig ist, beantworten wir dann da auch Fragen. Und das ist im Prinzip die Vorlesung. Wir bieten auch eine Übung zu der Veranstaltung an, die normalerweise auch natürlich in Präsenz stattfinden würde. Hier habe ich zwei Mitarbeiter, die mich unterstützen, die jetzt auch in diesem Semester zwei Live-Termine jeweils für die Übung angeboten haben, die wir aber auch gleichzeitig noch aufgezeichnet haben. Also dass auch die Studierenden, die dann live nicht teilnehmen können, dann auch später das noch wieder sich ansehen können. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert, auch wenn ich sagen muss, ich wäre froh, wenn ich damit wieder auch zur Präsenzlehre zurückgehen kann, aber gegeben, so wie die Situation ist, ist sie halt. Und das ging aus meiner Sicht ganz gut. In den kleineren Veranstaltungen, also gerade was Seminare und Mastervorlesungen angeht, da war ich ehrlich gesagt komplett pragmatisch. In der Mittagspause irgendwie immer. Ich auch über Zoom unterrichtet. Also da habe ich im Prinzip gar nicht groß viel anders gemacht, sondern ich bin da wirklich direkt in den Kontakt mit den Studenten gegangen, was auch für mich sehr wichtig war, weil ich mache auch viel praktisch, viel normalerweise im PC-Labor. Das haben wir jetzt hier über einen Screensharing gemacht. Ja, also auch da wirklich ein ganz, ganz pragmatischer Ansatz. Genau. Das wäre, glaube ich, erstmal das, was ich als Input geben würde. Prima, vielen Dank. Dann würde ich gerne weitergeben an Herrn Steininger. Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Und ich starte vielleicht direkt durch, zusammen mit Professor Veit. Haben wir eigentlich schon seit mehreren Jahren experimentiert, so etwas mit digitaler Lehre. Aber natürlich der Extremfall kam auch für uns dann im Februar oder März. Und wir haben eigentlich dann, nachdem wir unsere auch irgendwo ins Homeoffice alle versetzt waren, haben wir unsere Teamschurs ein Stück weit genutzt, um die verschiedenen Technologien auch mal auszutesten und zu schauen, wie wir die Lehre komplett digital abbilden können. Und sind am Ende dann dazu gekommen, nachdem wir mehrere Tools angeschaut haben, auf Zoom zu setzen. Es hat einfach, glaube ich, den pragmatischen Hintergrund, dass es funktioniert und stabil ist. Und das ist aus Tests von diversen Tools, kann ich das jetzt aus persönlicher Erfahrung zumindest einfach mal so sagen, ohne jetzt übermäßig Werbung machen zu wollen. Für mich war eigentlich die große Herausforderung, ich habe eine Veranstaltung mit etwas über 40 Teilnehmern im Masterbereich Digital Entrepreneurship und die ist eigentlich extrem interaktiv und die Studierenden arbeiten in Teams zusammen, wir haben viele Breakout-Sessions und ähnliche Themen. Und für mich war die große Frage, wie kann ich das eigentlich, was so toll und begeisternd funktioniert, wie kann ich das auf ein digitales Setting übertragen? Und ich habe dann versucht zu schauen, was gibt es vielleicht für Werkzeuge? Bei Zoom gibt es ja diese Gruppenräume, Breakout-Räume, wie es dort heißt. Und wie kann man die ergänzen durch vielleicht noch zusätzliche Möglichkeiten, damit die Teams auch zusammenarbeiten können? Weil können Sie sich vorstellen, wir machen dort Dinge, da wird ein Papier von einem zum nächsten weitergegeben, die schreiben dort drauf, Kreativitätstechniken und solche Dinge. Und die Frage ist dann, wie kann man wirklich das dort gut abbilden? Und ich habe dann eigentlich in drei Bereichen, habe ich hier kleine Helferlein gefunden, die ich Ihnen heute auch mitgebracht habe, die ich kurz mal gerne scheren würde, die ich gerne auch im Anschluss bereitstelle. Das sind einmal Texteditoren, wo wirklich Studierende zusammen in ihren Teams dann quasi gemeinsam direkt sehen, wenn der andere was schreibt, wo sie so Ideen sammeln können und ähnliches. Das sind im nächsten Schritt so digitale Whiteboards, wo man zum Beispiel auch mal ein Business Model Canvas oder sowas hinterlegen kann und Studierende dann virtuell Post-its draufpacken und gemeinsam an so einem Whiteboard dann arbeiten können, virtuell in ihren Gruppenräumen. Und das Dritte sind Dinge, die ich regelmäßig versuche einzubauen, dass so alle 5 bis 15 Minuten ich irgendeine Interaktion mit Studierenden habe, um die eben nicht die ganze Zeit hier nur zu berieseln wie beim Fernseher, sondern dass man wirklich neben den Breakouts in den Gruppenräumen auch weitere Interaktionen hat. Das
ist so, was ich nutze, um zwischendurch einfach ein bisschen die Leute zu aktivieren. Sei es, um mal eine kleine Befragung zu machen zu verschiedenen Themen oder auch mal einen kleinen Wettkampf, also spielerisch mit Kahoot. Das sind eigentlich so die Dinge, auf die ich aufgebaut habe. Und natürlich hat man dann Erfahrungswerte nach und nach, was dann auch mal schiefgehen kann und entwickelt das ständig weiter. Ein Learning zum Beispiel ist, dass Sie jetzt keine von den Links anklicken konnten. Und wären Sie jetzt in meiner Vorlesung, hätte ich Ihnen per Chat jetzt die Links zu diesen Tools einfach nochmal durchgegeben. Ja, das mache ich zum Beispiel auch bei Videos. Da Videos teilweise im Streaming über Zoom nicht super funktionieren. Und dann gebe ich parallel bei YouTube den Videolink nochmal per Chat durch. Das vielleicht mal so als kleinen Einblick. Genau, herzlichen Dank. Vielen Dank. Ja, super. Dann würde ich direkt weitergeben an Herrn Stolper. Ja, sehr gern. Hallo und herzlich willkommen aus Marburg in dem Fall jetzt. Ich habe schon, beziehungsweise ganz vieles von dem, was hier in Marburg passiert ist, bei uns in der Lehre oder bei uns in der Arbeitsgruppe, ist jetzt eigentlich auch schon erwähnt worden von der Frau Gerke und von dem Herrn Steininger. Also ich ergänze an der Stelle einfach nur nochmal. Meine Arbeitsgruppe, mein Team, wir haben eben schwerpunktmäßig Erfahrungen gesammelt in der Vorab-Aufzeichnung und Vorlesung und in der Nutzung von Zoom eben auch und da aber nur die Streaming-Funktionalität und nicht das Aufzeichnen. Was kann ich noch ergänzen? Also grundsätzlich habe ich ähnlich wie die Kollegin Gerke einen pragmatischen Ansatz gewählt, weil ich mich da eben auch als Neuling wiedergefunden habe. Und wir haben eben auch Bordmittel gesetzt, insbesondere. Ne? Das heißt, wir haben gesagt, wir versuchen beispielsweise die Vorab-Aufzeichnung in PowerPoint durchzuführen, soweit es geht, weil da eben auch Materialien schon vorhanden waren, die ja eben auch mal mit einem gewissen Konzept natürlich entstanden sind. Und unsere Erfahrung ist, dass das tatsächlich auch bis zu einem bestimmten Punkt recht gut geht. Ne? Also man kann in PowerPoint mit einem professionellen Mikrofon die Tonspur sehr gut aufzeichnen. Die meisten Laptops haben mittlerweile quasi Kameras, die auch eine ausreichende Videoqualität bieten. Und wenn es ohnehin eher um Screencasts geht, wo die Tonspur im Vordergrund steht, dann hat sich PowerPoint da als Tool eigentlich bewährt. Was man allerdings beachten muss, wir sind jetzt schon eine recht granulare Ebene, ne? Also, aber diese Tipps, die sollen ja idealerweise auch umsetzbar sein. Dann, worauf man achten muss, ist, dass eben die Post-Production, die dann ansteht, funktioniert in PowerPoint nicht so richtig gut. Das heißt, wenn Sie da ein Video rendern, dann hat es eine extreme Dateigröße, mit der Sie dann wirklich in Schwierigkeiten kommen, wenn es darum geht, das hochzuladen und so weiter. Da haben wir ein Tool verwendet, Camtasia heißt es, das eben in der Lage ist, da eine Dateikomprimierung hinzubekommen, die wirklich beachtlich ist und wo dann auch die Dateien entsprechend handelbar werden und sie dann, je nachdem, welche Plattform sie nutzen, die dann da eben auch entsprechend nicht überfüllen. Ne? Das war, denke ich, eine wichtige Sache. Ich habe so ein bisschen getrennt jetzt in der Vorbereitung in die konzeptionelle Themen und wirklich diese Details, von denen ich gerade ja irgendwie schon einige erwähnt hatte. Also konzeptionell muss ich natürlich zunächst mal fragen, was ist das geeignete Tool, das ich eigentlich einsetzen möchte, ne? Und vorab aufzeichnen hat sich unserer Erfahrung nach gut oder eignet sich unserer Erfahrung nach gut eben für Module, bei denen die Wissensvermittlung im Vordergrund steht und wo sie eben große Teilnehmerzahlen haben. Ne? Also konkret war das in meinem Fall jetzt eben eine Audimax-Vorlesung im Bachelor Methoden war die Vorab-Aufzeichnung, Frau Gerke hat es ja eben auch schon erwähnt, im Prinzip alternativlos. Ne? Und das haben wir entsprechend auch so gemacht. Was da natürlich so ein bisschen auf der Strecke bleibt, ist die Aktivierung und der Interaktionsgrad. Allerdings gibt es da auch Möglichkeiten, mit denen man arbeiten kann. Also ich habe das beispielsweise so gemacht, dass ich nach jeder Einheit, die ich aufgezeichnet habe, so einen kurzen Concept-Check gemacht habe, also quasi eine Lernstandsmessung in Echtzeit mehr oder weniger und habe auch die Videos so angelegt, dass ich da irgendwie gut verdauliche Häppchen da im Prinzip gewählt habe, was jetzt irgendwie die Videodauer angeht, ne? Also dass man da wirklich die Aufmerksamkeitsspanne der Studierenden nicht überstrapaziert und
mag jetzt albern klingen, ne, aber ich habe dann teilweise auch so Kommentare mal gemacht wie, ja, jetzt haben wir uns das und das angeguckt und irgendwie eine Viertelstunde eben Video-Lecture gehabt und ich mache jetzt mal kurz eine Pause und hole mir einen Kaffee, ne, und lade sie dazu ein, es genauso zu tun, ne, also in dem Stil. So kann man das alles so ein bisschen auflockern. Wie gesagt, diese Lernstandsmessungen sind, glaube ich, auch eine ganz gute Idee, um zu verhindern, dass diese Videos einfach weggebinged werden. Ich glaube, das ist der Fachausdruck an der Stelle. Also, dass die quasi einfach irgendwie dann in 3-Stunden-Paketen angeschaut werden. Und da kann ja dann irgendwie wenig hängen bleiben entsprechend. Wir haben es außerdem so gemacht, dass vielleicht noch zu den Vorabaufzeichnungen, wir haben diese Videos, die da entstanden sind, eben so bereitgestellt, dass die Bachelorstudierenden die zu einem festen Zeitpunkt in der Woche bekommen haben, um die dann eben auch in ihre Wochenstruktur entsprechend da einzubetten. Das ist auch eine Sache. Also ich meine, natürlich, jeder kann asynchron das Ganze halten, wenn er oder sie das möchte, ne? Aber um da so eine Wochenstruktur irgendwie zu etablieren, die unserer Ansicht nach wichtig war in diesem digitalen Semester, haben das eben zu besten Zeiten bereitgestellt. Ja, das quasi zum Thema Wissensvermittlung eben, wie das ablaufen kann mit Free Recording. Streaming haben wir genutzt für die Veranstaltung mit Seminarcharakter, also Fallstudienseminar angeboten. Das ist ja quasi so die prototypische Anwendung des Flipped Classrooms. Das funktioniert in tatsächlich ganz gut. Herr Steininger hat schon einige der Tools erwähnt, die da zur Verfügung stehen. Das sind wirklich meiner Meinung nach tolle Funktionalitäten. Herr Steininger hatte jetzt gerade eben auch nochmal erwähnt, Tools, die quasi so eine Art Whiteboard-Funktionalität abbilden. Dazu vielleicht noch eine Ergänzung, das lässt sich auch in Zoom abbilden. Also da müssen wir jetzt nicht zwingend auf einen dritten, quasi auf ein drittes Werkzeug oder auf ein Fremdwerkzeug hier zugreifen. Und das ist eine Sache, die, das kann ich schon so ein bisschen als Erfolgsstory, glaube ich, verbuchen, die Nutzung dieses Whiteboards. Also es hat bei mir tatsächlich besser funktioniert als in der analogen Welt, wo wir irgendwie ein Whiteboard wie das hinter mir haben, ne? Und die Studierenden dann in der Regel ein Heading in die Hand gedrückt bekommen und dann da Walk of Shame irgendwie zum Whiteboard antreten müssen. Und das kommt in der Regel nicht so gut an. Und dieses virtuelle Whiteboard, das hat also sehr gut funktioniert und da gab es überhaupt keine Berührungsängste. Das ist eine Sache, die ich durchaus empfehlen kann. Was vielleicht auch noch erwähnen kann an der Stelle ist, dass die Spielregeln in Zoom, die müssen vorab sehr klar kommuniziert und erläutert werden und auch eingeübt werden tatsächlich. Ne? Also da muss Zeit eingeplant werden, um wirklich alle da aufzugleisen, wenn es darum geht, die Chat-Funktionalität zu nutzen, die Raise-Hand-Funktion, das Whiteboard zu nutzen, die Umfragen irgendwie, ich meine, das ist relativ selbsterklärend, ne? Aber das ist wichtig, dass man klar macht, also dafür muss Zeit her und die Funktionalitäten, die werden jetzt nicht von jedem unmittelbar verstanden. Chat-Funktionalität, Frau Pianos, Sie unterbrechen mich einfach, ne? Wenn ich jetzt hier irgendwie zu viel Zeit habe. Ja, genau. Ja, genau, also vielleicht noch ein Satz zu Chat-Funktionalität. Das ist eine Sache, um die kommen Sie wohl nicht drum rum, wenn die Gruppengröße irgendwie 30 oder größer ist, würde ich mal sagen, das ist so die Schwelle. Also unterhalb können Sie durchaus arbeiten, noch mit irgendwie einfach ne, also einsprechen letztlich irgendwie der einzelnen Teilnehmer, ohne dass sie sich da irgendwie groß zu Wort melden müssen. Darüber wird es dann wirklich chaotisch. Aber diese Chat-Funktionalität, meine Erfahrung, lässt sich sinnvoll nur nutzen, wenn Sie Assistenz haben. Ne? Wenn Sie jemanden haben, der sich mehr oder minder dezidiert um diese Chat-Funktion kümmert und Sie dann immer wieder anstupst und sagt, okay, jetzt haben wir hier wieder irgendwie eine Reihe von Fragen drin und die kann man dann irgendwie thematisieren und so weiter. Aber da würde ich wirklich sagen, wenn Sie zum Rund kommen, dann ist es gar nicht schlecht, weil ja, man muss die Fragen irgendwie vorstrukturieren letztlich, man übergeht immer bestimmte Fragen, man muss die Frage dann auch erstmal wiederholen, bevor man dann mit der Antwort kommt. Also das ist alles suboptimal meiner Meinung nach und erzeugt eben Brüche. Ich würde langsam auf die Zeit zu sprechen kommen. Ja. Erstmal vielen Dank. Wir werden nachher hoffentlich noch auf einzelne Punkte zurückkommen, auch genau was auch besser läuft möglicherweise sogar.
Genau, schon mal vielen Dank, Herr Stopper. Dann würde ich an Herrn Trier direkt weitergeben. Ja, vielen Dank. Ich will auch mal ein bisschen mehr auf die konzeptionelle Ebene eingehen, vielleicht vorab. Ich leite den Lehrstuhl für Social Computing. Ja, dann ist es irgendwie naheliegend, dass ich mich mit den Themen auch forschungstechnisch befasse. Und dann sind dann wieder die konzeptionellen Aspekte vielleicht ein bisschen mehr im Vordergrund, weil ich auch immer das Gefühl habe, dass sich alle in diese Tool-Diskussion versteigen. Letztendlich kann man sich eben eins auswählen und vielleicht nach Nahtlosigkeit gehen oder sowas, aber mal von vorne anfangen. Also letztendlich finde ich als Startpunkt immer wichtig, dass man sich gut überlegt, was sind so meine Basis, was ist mein Basisbeitrag und das ist eigentlich gutes Erklären. Und da leitet sich eigentlich sehr viel von ab. Ich habe Personen, die müssen Formeln erklären, die brauchen dann eben ein Werkzeug, mit dem man die Formeln halt dynamisch herleiten kann. Da sind diese Canvas-Tools ganz gut. Das kann ich jetzt auch wieder unterscheiden zwischen synchron und asynchron. Ja, synchron ist immer besser, aber ich habe auch eine Vorlesung für 450 Leute, da funktioniert es halt so nicht. Und da ist es dann asynchron, kann ich es auch als Video aufnehmen, einmal in PowerPoint. Ich finde auch ganz gut, viele haben iPads verwendet, weil ich da mit meinem Finger relativ gut zeichnen kann, brauche ich kein Touchscreen und Stift und so weiter. Und da gibt es zum Beispiel Explain Everything, das kam jetzt hier noch nicht vor, um nochmal ein Tool zu nennen. Und ansonsten gibt es sogar in Google das Jamboard, ja, das kann man auch so, dass man sich da nicht einloggen muss, benutzen. Ich habe dann immer eins im Hintergrund, wenn ich mal spontan was brauche, verweise ich einfach auf diese, oder linke ich das kurz rein zum Beispiel. Eine zweite Sache, die ich noch erwähnen will, vorab, also das eine ist gut zu erklären, daraus leitet sich alles ab, ist vielleicht, dass bei mir neben Formeln Fallstudien und Beispiele eine große Rolle spielen. Das ist ein ganz anderer Sachverhalt. Da braucht man halt sehr viel visuelles Material. Da kann man aber auch teilweise die Person mehr in den Vordergrund stellen. In Fallstudien kommen die ja teilweise als Person vor. Ich habe festgestellt, sowas wie Storytelling funktioniert dann wirklich gut. Man muss recht wenig mit Text arbeiten, da schalten die Leute halt schnell ab. Mehr mit Bildern, mit diesen Geschichten dahinter. Ich habe auch gute Erfahrungen damit gemacht, diese Fallstudien outzusourcen an die Studenten selbst. Und die sollen dann auch nicht nur einen Vortrag halten, sondern die sollten eine Diskussion führen dazu. Und das hat auch gut funktioniert. Die nehmen dann quasi meine Rolle ein und ich hatte auch das Gefühl, dass die anderen zuhörenden Studenten dann mehr mitgemacht haben, als wenn ich die jetzt bitte. Dazu ist dann eben noch zu sagen, dass die vielleicht nicht alle gerne reinsprechen, das machen die wirklich wenig. Und teilweise habe ich auch den Unterschied festgestellt, dass die in die Chatboards nicht reinschreiben, weil man den Namen sieht. Aber wenn man so einen Workspace bereichert, also wir nutzen Big Blue Button, weil damals Zoom noch im Gerede war und die Uni sich schon festgelegt hatte, da gibt es auch so einen Arbeitsbereich, da kann man quasi anonym was einstellen. Ich finde, anonyme Beiträge funktionieren bestimmt mindestens doppelt so gut wie Beiträge, wo der Name drüber steht. So, die zweite Facette, die mir wirklich am Herzen liegt, auch eigentlich forschungsnah, das nennt sich soziale Präsenz. Die meisten Leute fokussieren sich auf die Tools, fokussieren sich auf das Thema, was erzählt werden muss. Aber man muss sich vorstellen, dass man letztendlich so eine Art Konversation führt. Und das ganze Internet, soziale Medien funktionieren so. Und warum sich nicht davon inspirieren lassen, YouTuber mal anschauen. Weil die nutzen ja auch Video. Und die nutzen Video anders als ja, die Tagesschau zum Beispiel. Ja, da sagen die Leute wir, da zeigen die Leute was mit ihren Händen. Da machen die Pausen, dann verweisen die auf Materialien. Ich mache teilweise auch Unterbrechungen mit Absicht rein, wie vorhin eben schon gesagt. Kommt einem komisch vor, aber eben ich stelle eine Frage und warte dann 30 Sekunden, sagt, die sollen mal eine Pause-Taste drücken zum Beispiel. Und natürlich interaktive, also synchrone Formate machen sich da auch sehr gut. Da kann man ja Quizzes einbauen, wie sie eben alle schon gesagt haben, oder die Leute mal was machen lassen, eine Diskussion machen lassen. Oder auf externe Materialien verlinken. Und ich finde zum Beispiel persönlich BBB besser als Zoom insofern, dass ich immer diese Listen von Leuten, also ich meine, kann ich mir in Zoom auch einblenden, habe, aber da sind die quasi immer fest. Ja, da kann man nicht so viel dran rumschalten. Und dann haben die Leute auch mehr das Gefühl, in einer großen Gruppe, der Chat bewegt sich, die Leute machen diese Händchen und machen irgendwelche Beiträge. Also das Wir-Gefühl, diese soziale Präsenz in den Vordergrund stellen, mit ganz vielen kleinen Tricks, und, weiß ich, freundliche Atmosphäre, wenig Formalität und so weiter. Vielen Dank. Super. Genau, dann würde ich direkt weitergeben an Herrn Veit und dann haben wir dann noch Zeit, etwas zu diskutieren. Ich sehe auch, dass im Chat schon jede Menge passiert, teilweise direkt an Einzelne, die schon vorgetragen haben. Da greifen wir hoffentlich noch einige Punkte dann davon auf. Aber jetzt erstmal direkt an Herrn Veit. Ja, vielen Dank. Ich musste erst noch mein Mikro wieder anschalten. Ja, ich bin an der Uni Augsburg zuständig. Ich habe einen Lehrstuhl für BWL mit Schwerpunkt Digitalisierung, also Information Systems und Management, aber sehr stark auf der betriebswirtschaftlichen Seite inhaltlich. Und
Ich habe relativ früh angefangen, mich mit solchen Themen zu befassen, der digitalen Lehre. Vor einigen Jahren ging ja MOOCs groß durch die Presse und war ein sehr gehyptes Thema. Das ist ja letztlich nichts anderes als aufgezeichnete Veranstaltungen, die von sehr, sehr vielen Teilnehmern dann gehört werden können. Das ging dann wieder ein bisschen zurück und es wurde irgendwie klar, dass das nicht die Universitäten ersetzen wird in Zukunft, sondern dass das eine ergänzende Geschichte ist, die vielleicht größeren Gruppen weltweit, die benachteiligt sind, auch Zugang zu Bildung ermöglicht. Aber letztlich ist doch eigentlich klar, ist, dass diese ganzen digital aufgezeichneten Veranstaltungen zurückbleiben hinter der direkten persönlichen Interaktion. Also in Information Systems Forschung bei uns im Feld auch so eine Theorie dazu, seit vielen Jahren wird die schon immer wieder mal zitiert. Das ist die Media Richness Theory, die letztlich davon ausgeht, dass ein gradueller Unterschied von, sagen wir mal, textueller, E-Mail-basierter, dann also über fernmündlich, fernvideomündlich, dann zu persönlicher Interaktion eben eine Reichhaltigkeit der Kommunikation zunimmt. Und dementsprechend kann letztlich so eine digitale Lehrplattform immer nur ein Second Best Solution sein, die sozusagen ergänzend und Idealfall, sagen wir mal, wir haben kein Corona-Semester und kein digitales Semester, dann letztlich ergänzend zur Präsenzlehre stattfindet. Ich denke, was wir gemacht haben, Herr Steininger hat es schon, der ist an meinem Lehrstuhl auch tätig und hat dort die Digital Entrepreneurship-Vorlesung derzeit, die er sehr intensiv macht. Ich selbst mache es ein bisschen anders, muss ich sagen. Ich unterrichte weniger mit Tools. Ich nutze überhaupt keine Tools, außer eben Zoom. Zoom deshalb, weil es funktioniert. Ich hatte vorher, die Freistaat Bayern hat für die Universitäten Adobe Connect beschafft und das war für alle nutzbar, kostenfrei, Studenten wie Dozenten. Problem ist, dass das Tool funktioniert nicht wirklich, skaliert nicht hoch, weil es einfach zu viel Komplexität auf dem Rechner bedeutet, häufig abstürzt und letztlich nicht einfach nutzbar ist. Und ich brauche etwas, wo ich mich auf meine Inhalte konzentrieren kann, auf die Teilnehmer konzentrieren kann und mich nicht mit der Technologie befassen möchte. Per se, das finde ich an sich zunächst mal eher unspannend, weil es einfach der Mitteilungskanal ist. Es teilt sich aber diese ganze Thematik letztlich in zwei Gebiete, die man da betrachten muss und die sehr wichtig sind. Das eine ist tatsächlich die institutionelle Frage. Universitäten schaffen Tools unterschiedlich an, genehmigen Tools unterschiedlich. Wir haben hier DSGVO-Konformität bereits im Chat erwähnt. Da geht es um die Frage, wie man sozusagen rechtskonform überhaupt digitale Lehre abbilden kann. Wir sprechen hier gerade über eine amerikanische Plattform, was diese Plattform aufzeichnet. Was wir nicht wissen, unter amerikanischem Recht wissen wir nicht. Das heißt, mit anderen Worten, hier stehen schon Grundrechte im Gegensatz zueinander und auch im Konflikt miteinander. Dadurch, dass man diesen Kanal wählt alleine, trifft man bereits eine Wahl, die letztendlich die Frage im Raum steht, was tun wir hier? Öffnen wir potenziell unsere Hörsäle, unsere Lehre für Menschen, die letztlich daran teilnehmen können, die wir eigentlich gar nicht da drin haben wollen? Oder die das auch rechtlich aus deutscher Sicht eigentlich nicht dürften. Die nächste Problematik ist dann die hat Herr Trier schon angesprochen, auch und auch Herr Stolper, der klaren Regeln. Wir haben zum Beispiel bei uns ganz klar die vorhin genannte Lernplattform, die es ja vorher schon gab, wie auch immer die dann heißt. Bei uns heißt sie DigiCampus. Das ist eine offline, asynchrone Plattform für Studierende, die dann Online-Zugriff ermöglicht, klientenbasiert, dass man einzelne Studierende aus verschiedenen Studiengängen freischalten kann für Veranstaltungen, damit aber auch geschlossene Räume schaffen kann, also Veranstaltungen und Inhalte innerhalb von Veranstaltungen, die nur für die Teilnehmer dieser Veranstaltung zugreifbar sind und eben nicht für die breite Öffentlichkeit. Und das gibt dann wiederum auch den geschützten Raum, im Rahmen dessen man mit Klarnamenpflicht arbeiten kann, sodass die Leute sich mit Klarnamen in Veranstaltungen online melden und daran eben teilnehmen können. Und ich habe letztlich, was ich gemacht habe, basierend auf unserer Umsetzung von Zoom, ist eine komplette Digitalisierung von unseren Vorlesungen bis zu 100 Teilnehmern im Moment. Im Wintersemester wird es auch eine Veranstaltung mit 1000 Teilnehmern sein. Ich habe letztlich unterrichtet, wie ich offline unterrichte, auch online. Ich nutze am Anfang wie auch offline ein Quiz, in dem ich Fragen zur letzten Vorlesung und zum Stoff stelle, sich Studierende melden, die dann das Mikrofon und das Video freigegeben bekommen und entsprechend dazu einen Beitrag leisten. Und dann unterrichte ich online. Ich zeichne das auf, stelle es auch noch online im Nachhinein, sodass es dann auch noch als im Prinzip, sagen wir mal, Podcast angesehen werden kann. Und das hat sich sehr bewährt. Das finden die Studierenden sehr gut. Das findet live zur festen Vorlesungszeit einmal die Woche statt. Und dann letztendlich wird es übertragen noch so als Konserve, dass man es letztlich im Nachhinein auch nochmal angucken kann und steht für ein Jahr für diese feste Teilnehmergruppe zur Verfügung.
So, das ist im Prinzip so meine Zusammenfassung zu dem Thema. Ich denke, in Zukunft halte ich es für sinnvoll, weiter, auch nach einer Bedrohungslage, wie Sie gerade haben, digitale Lehre zu nutzen, aber eben nicht exklusiv im Sinne der Media Richness Theory, im Sinne dessen, was auch Matthias Trier gesagt hat, letztlich als Ergänzung, dass man Dinge tut, dass man einerseits sich Anfang des Semesters ein, zweimal offline physisch im Hörsaal trifft, dann hat man sich kennengelernt und so weiter und geht dann einerseits in Großgruppen und auch in Kleingruppen online wieder in Zoom und der ähnliche Plattform. Das wird die Zukunft sein. Und mit der, glaube ich, kann man auch ganz gut arbeiten und gute Ergebnisse erzielen. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank an Sie alle. Es sind ja jetzt sehr unterschiedliche Aspekte auch aufgeworfen worden von eben ja, der sozialen Präsenz über einzelne Tools. Es gab sehr viel im Chat, ich habe das nur aus dem Augenwinkel mitbekommen. Das macht es jetzt wahrscheinlich etwas schwierig. Ich möchte Ihnen erstmal die Gelegenheit geben, nochmal untereinander auf die Punkte einzugehen, wenn Sie da noch direkt antworten möchten. Vielleicht haben Sie selber auch schon Chatbeiträge, die an Sie speziell gerichtet waren, gesehen. Sonst würde ich diese dann gleich nochmal aufgreifen. Aber erstmal an Sie fünf die Gelegenheit, nochmal aufeinander einzugehen und zu reagieren. Also zum Beispiel hätten wir ja vorhin die Frage, warum ein Canvas-Tool anders sein sollte als das andere. Gibt es da irgendwelche Gründe, warum jetzt ein externes verwendet wurde? Das ist so eine Sache, die bei mir vorhin hängen geblieben ist. Ich denke mal seamless, wie man so schön sagt, also möglichst wenig umschalten, ist ja die Maßgabe, aber da wurde halt ein externes genannt. Gibt es dafür einen Grund? Das war Herr Steininger, der es aufgebracht hat. Ja, also es ist eigentlich in meinem Fall relativ einfach, weil ich Möglichkeiten gesucht habe, wie diese Teams auch vielleicht weitergehend nach der Vorlesung und nach dem großen Plenum weitergehend zusammenarbeiten können und vielleicht auch mit Möglichkeiten, die noch über das hinausgehen, was Zoom anbietet. Ne, zum Beispiel spielen eben in dem Umfeld immer solche Canvases oder ähnliches große Rolle. Das heißt, man will zum Beispiel im Hintergrund so ein Canvas-Template einbetten, sodass man dort Post-its draufpacken kann. Ne, und das sind einfach Dinge, die in der Standard im Standard, in der Basis, zumindest mir nicht bekannt sind. Korrigieren Sie mich, wenn das anders ist, aber das ist so ein bisschen, was ich gemacht habe. Gleichzeitig gibt es bessere Möglichkeiten, einfach Dinge zu speichern, wieder zu verwenden, auch in anschließenden Sessions und so. Ja. Aber ansonsten stimme ich vollkommen zu. Alles, was irgendwie in Zoom zu machen geht, sollte man, oder in dem jeweiligen Tool, in meinem Fall Zoom, sollte man dort nutzen, um nicht irgendwelche Brüche zu haben. Meine Erfahrung ist allerdings, dass die Studierenden das relativ gut annehmen und selbst dann auch wieder mit Tools kommen, wo sie das Gefühl haben, das funktioniert noch besser. Und das, was ich einfach heute mitgebracht habe, ist ein Best-of von den Dingen, die ich selbst gefunden habe, die aber auch mir Studierende dann vielleicht im Zeitverlauf wiederum zurückgespielt haben, weil ich eben auch jedes Mal dann die Chance nutze, die man vielleicht sonst gar nicht in der Form macht, dass ich versuche so darzustellen, okay, wir lernen jetzt gemeinsam das Ganze hier immer noch besser zu machen für euch. Mhm. Ja, und dann jedes Mal auch abfrage, hey, jetzt haben wir was Neues auf euren Vorschlag hin ausprobiert, wie fandet ihr das? Oder ne, also so, wenn man so ein bisschen iteriert und iterativ immer besser wird, weil das finde ich einfach eine gute Chance so ist. Also was ich auch denke, ist diese Persistenz der externen Tools. Ja, wenn ich nehme oft wirklich mal ein Google Jamboard und was gibt es noch? Es gibt ja auch Mind, wie heißen die eigentlich? So eine Mindmap-Tools jedenfalls. Und die bleiben dann halt da stehen. Das heißt, die Teams können das auch ein bisschen vorbereiten. Die bauen meistens so eine Art Frame auf, wo man was reinschreiben muss, sage ich mal, wie so ein Pro-Con oder sowas in der Richtung. Und es bleibt ja dann danach auch stehen. Ich habe tatsächlich auch die externen Tools immer ganz gerne schon vorher benutzt, weil ich auch in der Vorlesung feststelle, dass die Leute sich halt weniger melden. Aber wenn ich da mal irgendwann so ein Co-Edit-Tool oder so ein Mal-Tool oder gemeinsam eine Mindmap entwickle, da kann man wirklich wunderbar sehen, wie, weiß ich, 30, 40 Leute dann in einer richtig großen Geschwindigkeit Inhalte zusammentragen können, was die dann selber immer sehr beeindruckend finden. Und deswegen habe ich vorher gemacht, finde ich jetzt gut. Und ich denke auch, wenn es in Zoom ist, ist es wahrscheinlich, ich kenne es jetzt nicht, weil ich es nicht benutze, danach auch wieder weg, denke ich mir, oder? Das wird nicht wirklich persistent bleiben. Und man kommt wahrscheinlich nicht richtig klar damit, verschiedene Dokumente damit zu erzeugen. Genau, Vorbereitung, vielleicht noch dazu die kleine Ergänzung.
Vorbereitung, habe ich gemerkt, ist in der digitalen Lehre viel, viel umfangreicher, als wenn ich in den Hörsaal laufe und dort meine Vorlesung halte. Wenn ich interaktive Veranstaltungen habe, wo ich vielleicht viele Gruppenarbeiten und Ähnliches habe, und bei Stichwort persistent, dort kann ich eben vorbereitend Dinge hinterlegen, kann die schon für einzelne Gruppen auch aufsetzen und die dann dort direkt einsetzen. Und das habe ich zumindest in der Form bei Zoom nicht gefunden. Aber noch eine andere Frage, wenn ich darf. Und ja. Zwar versuche ich Studenten irgendwie zu aktivieren, also sprich, den Spieß umzudrehen und die Studenten bestimmte Sachen machen zu lassen. Das funktioniert bei mir eigentlich relativ gut. Jetzt wollte ich mal wissen, ob die anderen das spontan machen. Bei mir ist es halt immer sehr stark geplant. Die haben alle so einen kleinen Slot, den die füllen müssen. Sehr kurz, aber auch eben interaktiv. Und dann funktioniert es. Aber vielleicht gibt es ja noch andere, die irgendwie Erfahrung mit sowas haben. Wir reden ja immer nur über unsere eigene Lehre, aber vielleicht dieses interaktive Beiträge, also sprich Klassenpräsentation würde man es sonst nennen, vielleicht ja irgendwie virtuell machen. Gibt es da jemand anders, der sowas versucht hat? Also wir machen das, genau diese Form der Präsentation in unseren Übungsveranstaltungen. Aber wir trennen das sehr stark. In der Vorlesung bin ich tatsächlich hauptsächlich, wie auch im Hörsaal, am Sprechen, stelle einzelne Zwischenfragen, die dann durchaus auch mal meistens von den gleichen Studierenden, immer so eine Handvoll Leute, die dann darauf antworten und reagieren, die sich vielleicht auch gerne hören, die vielleicht auch öffentlich sprechen können und so. Da gibt es ja Menschen, die da eher die Neigung haben und andere, die eher introvertiert sind. Und die zwinge ich dann auch nicht nach vorne. Allerdings anders in der Übung, im Übungsbetrieb machen wir es eben genauso, dass wir Veranstaltungen durchführen, wo wir Cases rausgeben, wo dann Studierende in Gruppen präsentieren. Und meine Erfahrung ist, in kleinen Gruppen, wo alle das Video anhaben, ist die Interaktion eine völlig andere als in der Vorlesung, wo sämtliche Videos ausgeschaltet sind, alle Mikros. Da hat man häufig das Gefühl, etwas, sagen wir mal, monoman in seine Kamera reinzusprechen. Immerhin habe ich das Nette hier, ich gucke über meine Kamera hinweg auf die Berge. Das heißt, ich habe ein bisschen eine Unterhaltung und kann mich dabei ein bisschen wohlfühlen. Ansonsten kommt es mir immer so ein bisschen so vor, als wenn man, und das ist ein bisschen der Nebeneffekt für Dozenten in der Corona-Zeit, wenn man nicht die Übungsbetriebe sich anguckt, dann ein bisschen vereinsamt einfach vor seinem Laptop und dass gelegentlich mal Studenten dann was sagen. Aber dass diese nonverbalen Teile, auch im Sinne dieser Media Richness Theory passt es ja ganz gut, dass man nonverbale Kommunikation, die Studenten fangen an, WhatsApps zu schreiben, weil man zu langsam oder zu langweilig unterrichtet, oder sie fangen an zu schlafen oder sie wachen auf und nehmen teil, einfach gucken, interessiert, nicken. Sowas nimmt man alles nicht wahr als Dozent, und das ist ein echter Malus. In den kleinen Gruppen funktioniert es richtig gut. Wenn alles Video anhaben, kann man richtig austauschorientiert unterrichten, finde ich. Und ich persönlich nutze deswegen, ich habe früher auch mal angefangen, im Hörsaal Clickers und solche Dinge und Mentimeter zu nutzen, habe aber wieder aufgehört damit, weil ich festgestellt habe, dass das ablenkt von der persönlichen charismatischen Lehre und das den Fokus auf Tools zieht. Und das finde ich persönlich irrelevant. Also das können die Leute, in der Regel bin ich Mathematiker von Haus aus, ich bin der Meinung, Didaktik braucht man eigentlich eh nicht. Die Leute, die intelligent sind, können Bücher lesen und verstehen die Sachen, und die Leute, die nicht intelligent sind, sollten nicht an die Uni gehen. Das ist mal, sagen wir mal, so die Grundhaltung von Mathematikern. Darauf habe ich ein bisschen abgemildert in der BWL und angefangen, mehr Didaktik einzubauen und zu sagen, gut, da muss man schon ein bisschen den Leuten was erklären auch. Aber das ist etwas, was, sagen wir mal, der gute Dialog, der charismatisch intensive Dialog findet nicht statt, wenn man irgendein komplexes Tool einführt, wo man sich erstmal 90% der Aufmerksamkeit und Zeit mit dem Tool verbringen muss. Deswegen bin ich mittlerweile sehr toolspartanisch geworden und arbeite eigentlich nur mit Video, mit persönlichem Austausch, motiviere die Leute zu kommen und auch die Videos anzumachen und dann mit mir zu diskutieren. Und dann passiert eben genau das, was wir jetzt hier auch erleben, Matthias Trier, Dennis Steininger und ich und die anderen in der Gruppe, dass wir anfangen, aufeinander einzugehen. Und das ist eigentlich das Spannende. Und dafür muss das Tool halt funktionieren. Und es tut Zoom, das ist das Schöne. Ich hoffe, wir kriegen damit kein Datenproblem, weil unsere Landesregierung in Bayern ist da sehr konservativ und die lassen sehr, sehr, sehr selektiv nur Tools zu. Und Zoom ist jetzt ausnahmsweise während Corona zugelassen. Die wollen es also wieder abschaffen danach, was ich sehr schade fände, weil die anderen Tools einfach nicht funktionieren, die ich so kenne, die in der großen Gruppe zumindest nicht. Und nicht stabil genug, und dann hat man ständig damit der Internetverbindung zu tun, und das nervt nur. Ja. Ich muss Sie leider unterbrechen, Herr Veit. Das ist, also Sie haben sehr viele noch sehr wichtige Punkte auch aufgeworfen. Ich möchte die Zeit, die wenigen Minuten, die noch bleiben, wenigstens nutzen, um einige wenige Punkte aus dem Chat nochmal aufzugreifen. Das wäre am Anfang Ihres Beitrags gerade eben auch noch ein perfekter Übergang zu einigen Chatbeiträgen gewesen.
dass nämlich gerade auch gefragt wurde, was gibt es denn für gute Regeln, zum Beispiel für den Chat oder eben auch generell für Knigge, wo Sie sagten, man guckt eben so in leeren Raum rein. Das war im Vorfeld uns auch genannt worden, so die Frage, müssen eigentlich alle am liebsten die Kamera anhaben, damit man eben auch mit jemandem sprechen kann? Gibt es da ein Knigge? Machen Sie das, dass Sie vorher sagen, so teilweise haben Sie das auch schon angesprochen, bitte nur, ich möchte in Gesichter gucken oder eben alle aus, weil es zu viele werden? Oder wie halten Sie das? Wollen Sie das an mich nochmal gerichtet sehen oder vielleicht nochmal jemand anderen, Frau Gerke oder so, nochmal zu Wort kommen lassen zu den Themen? Weil wir haben so einen Knigge, wir haben das eingeführt, auch zum Thema Datenschutz und so weiter und Vertraulichkeit des Videos, dass das nicht außerhalb der Gruppe weitergegeben werden darf, um eben auch den Schutz zu gewährleisten, dass Studierende sprechen können und nicht Angst haben müssen, dass ihre Teilvideos rausgeschnitten auf Videoplattformen wie YouTube auftauchen später und so. Da haben wir sozusagen Regeln eingeführt, aber vielleicht haben andere auch noch Meinungen dazu, Herr Stolper, Frau Gerke. Kann gerne noch was dazu sagen. Also ich muss zugeben, bei uns war das jetzt im laufenden Semester viel auch Trial and Error. Also wir haben keinen formalisierten Knigge vorne raus mitgegeben, sondern haben dann nochmal nachsteuern müssen teilweise. Insbesondere ist es so, dass teilweise Funktionalitäten nicht genutzt werden können, wenn man sich einwählt auf einem mobilen Endgerät. Und das ist eine Sache, die wir dann eben tatsächlich thematisiert haben und gesagt haben, okay, nach Möglichkeit, also wenn immer die Hardware eben vorhanden ist, bitte mit einem Laptop- oder Desktop-Rechner sich einwählen, um dann irgendwie auch in der Lage zu sein, da anständig zu partizipieren. Das war ein Thema, das aufgekommen ist. Ansonsten ist es schon so, dass ich dann auch sicher auf der Tonspur auch mal thematisiert habe, dass es einfach wünschenswert ist, irgendwie ein professionelles Umfeld zu schaffen, das möglichst störungsarm ist, ne? Nicht irgendwie geprägt ist von Neues, von irgendwelchen Hintergrundgeräuschen und so weiter und so fort. Also im Wesentlichen das, was die Studierenden von uns ja auch erwarten, dass sie da eben auch ihren Beitrag leisten. Und das hat dann auch sehr gut geklappt tatsächlich. Also formalisiert der Knigge an der Stelle eher nicht, aber dann eben ja nochmal nachgesteuert, wo das eben notwendig war. Und das ist ja auch irgendwie charakteristisch für dieses Semester, dass da eben viele Dinge, viele Eventualitäten eben eingangs noch gar nicht irgendwie klar waren. Und ich glaube, deswegen ist es ja auch so ein schöner Termin heute, dass man da die Erfahrungswerte mal so ein bisschen mitgeben kann und nicht jeder irgendwie diese Lernkurve da aufs Neue durchlaufen muss. Genau. Super, danke. Noch jemand aus der Runde einen Kurzbeitrag? Sonst sind wir eigentlich auch schon am Ende der avisierten Zeit. Ich würde dann noch kurz dazu sagen, also ich habe gesehen, dass das hier noch sehr viele Beiträge im Chat waren, unter anderem auch zu DGSVO-Fragen, was Sie teilweise ja auch schon angesprochen haben. Wo werden die Daten gelagert? Welche Tools nutzen wir überhaupt von welchen Anbietern? Wir werden die Punkte, die hier aufgegriffen wurden, alle nochmal aufbereiten und in hoffentlich geeigneter Form bereitstellen. Wir haben gesehen, es gibt noch viele Fragen, noch nicht. Wir haben leider auch in der Kürze der Zeit nicht alle Fragen ausreichend beantworten können. Wir hoffen aber, dass wir im Gespräch bleiben. Und ich finde es eben auch sehr schön, dass dieser Austausch ja offensichtlich auch für viele als sehr hilfreich erachtet wird, eben auch zu sagen, okay, wir haben jetzt alle uns mit dem Thema beschäftigen müssen. Und von daher würde es mich sehr freuen, wenn wir im Austausch bleiben. Wir werden ein kleines Panel anbieten am 29. Juni, am Montag, auch um 14 Uhr. Kommen Sie gerne wieder dazu. Ansonsten danke ich Ihnen ganz herzlich, ganz herzlichen Dank an unsere Panelists heute und auch an die vielen Beiträge im Chat. Danke sehr. Ja, noch eine Frage noch kurz. Ja. Es wurde jetzt im Chat mehrfach auch gefragt nach dem Knigge und der Möglichkeit, Dokumente noch im Nachgang der Gruppe hier zur Verfügung zu stellen. Also wir haben einen solchen Text verfasst, den wir allen Studierenden an die Hand geben, die in unsere Veranstaltung reinkommen, den die im Prinzip abzeichnen müssen und Empfangsbestätigung davon abgeben wollen. Solche Texte und weitere Dokumente könnten wir gerne zur Verfügung stellen, wenn Sie dafür einen Raum schaffen für diese Gruppe hier, auf die zugreifen können, dann würden wir das gerne Ihnen im Nachgang schicken.
Ja, unbedingt. Das werden wir auf jeden Fall sehr gerne. Mit der Präsentation und alle Dinge, die gezeigt und gesagt wurden, wozu noch Fragen sind. Sehr gerne, das machen wir auf jeden Fall. Wir haben ja von den Angemeldeten hier ohnehin die E-Mail-Adressen und können dann entsprechend in Kontakt treten und mitteilen, auf wo wir die entsprechenden Unterlagen abgelegt haben. Dann noch einmal ganz herzlichen Dank in die Runde. Noch einen schönen Nachmittag und hoffentlich in der einen oder anderen Form bis bald, analog oder digital.